Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Sachkundeprüfung Paragraph 34a. Heute geht es um die Einführung. Schön, dass Sie alle da sind. Es müsste eigentlich noch ein Teilnehmer zusätzlich da sein. Aber ich denke, wir fangen jetzt trotzdem schon mal an. Vielleicht kommt der Kollege ja noch. Ja, was erwartet Sie heute? Wir werden uns heute mal den kompletten Stoff ansehen, den Sie dann in der Sachkundeprüfung hier bearbeiten müssen. Zum Schluss noch etwas zum Thema, wie läuft die Prüfung ab? Und ganz wichtig natürlich, wenn Sie zwischendrin Fragen haben, dann können Sie die Fragen gerne jederzeit im Chat stellen. Ich werde sie dann auch nach Möglichkeit gleich beantworten. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Ich bin in Nürnberg als Rechtsanwalt tätig. Ich bin selbst Meister für Schutz und Sicherheit und biete seit ja, fast 20 Jahren Lehrgänge an. Und die Sachkundeprüfungslehrgänge, seit es Sachkundeprüfung gibt, also Anfang der 2000er Jahre. Ja, und ich hoffe, dass ich Ihnen heute eben schon mal einen Überblick verschaffen kann, weil viele Leute ein bisschen Angst vor der Prüfung haben, denken, oh je, was erwartet mich da? Aber wenn man dann eben weiß, um was geht es genau, wo sind die Schwerpunkte, auf was ist zu achten, dann kann man natürlich entsprechend besser sich vorbereiten. Wir werden dann noch zwei weitere Webinare haben, eins speziell zum Thema Recht und dann noch eins zu den restlichen Themen, heute wie gesagt, geht es nur um einen Überblick, dass man so ungefähr weiß, was Sache ist. Aber wenn Sie schon spezielle Fragen haben, natürlich auch gerne jederzeit. Wir haben neun Themenbereiche in der Prüfung: Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht, Datenschutzrecht, BGB, Straf- und Verfahrensrecht und dann auch das Thema Umgang mit Waffen, Unfallführungsvorschriften, Umgang mit Menschen und das Thema Sicherheitstechnik. Und wie gesagt, diese neuen Themen wollen wir uns heute jetzt ein bisschen genauer ansehen, so im Überblick. Und auch dann eben, was ist in der Prüfung wichtiger, was ist weniger wichtig, auf was ist entsprechend zu achten. Ja, Thema 1 ist das Thema Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und da geht es gleich um einen ganz wichtigen Punkt, den Sie sich bitte in den Unterlagen genau anschauen müssen, nämlich die Abgrenzung zwischen sogenanntem öffentlichen Recht und sogenannten privatem Recht. Ja, es geht darum, was darf zum Beispiel die Polizei, hoheitliche Rechte, was dürfen Sicherheitsmitarbeiter, die sogenannten Jedermannsrechte, wo sind so die Schnittstellen, wer ist wo tätig, Polizei, öffentliche Kräfte normalerweise nur im öffentlichen Bereich, private Sicherheitsmitarbeiter normalerweise nur im Privatbereich. Es gibt Überschneidungen, zum Beispiel kann es sein, dass private Sicherheitsmitarbeiter zum Beispiel bei einem Volksfest bewachen oder bei einem Weihnachtsmarkt. Das ist ja ein öffentlicher Bereich. Es kann auch sein, dass die Polizei ausnahmsweise in einen Privatbereich reinkommt, zum Beispiel mit einem Durchsuchungsbeschluss oder Gefahr im Verzug. Da gibt es Überschneidungen, aber normalerweise ganz wichtig, Polizei hoheitlich, private Sicherheitsmitarbeiter rein privatrechtlich. Das muss auf alle Fälle verstanden sein, dass Sie also da dann in der Prüfung nicht durcheinander kommen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Prüfung sind die sogenannten Jedermannsrechte, die aber zum einen hier im Bereich 1 abgefragt werden können, aber auch im BGB und im Strafrecht, weil sie ja zum einen Teil aus dem BGB, zum anderen Teil aus dem Strafrecht kommen. Das sollte auch ein ganz wichtiger Punkt sein, den Sie sich auch unbedingt für die Prüfung ansehen sollten. Also zum Beispiel Notwehr, vorläufige Festnahme, Selbsthilferechte, verteidigender, angreifender Notstand, rechtfertigender Notstand. Alles das finden Sie natürlich in den Unterlagen und dort auch erklärt, wo die entsprechenden Unterschiede sind. Ja, was ist noch im Thema Recht und Sicherheit Bereich 1 geregelt? Es ist geregelt das Thema Grundgesetz. Wir haben dort verschiedene Grundrechte, die für die Sicherheitsbranche eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel Artikel 1, Würde des Menschen ist unantastbar. Könnte zum Beispiel verletzt werden, wenn jemand diskriminiert wird oder wenn zum Beispiel bei einer Einlasskontrolle ein Mann eine Frau abtastet oder eine Frau einen Mann abtastet. Da wäre zum Beispiel die Menschenwürde verletzt. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene, die da in der Prüfung eine Rolle spielen könnten. Ja, sei es zum Beispiel, alle Menschen sind gleich, Artikel 3 bis zum Artikel 13, Wohnung ist unverletzlich, geht es ums Hausrecht oder auch den Artikel 14 im Grundgesetz, Eigentum. Das sind also alles Grundrechte. Rechte, die hier eine Rolle spielen. Ja, und dann gibt es noch zwei Fachbegriffe, die auch in der Prüfung immer wieder mal drankommen, die natürlich auch in den
Unterlagen entsprechend erklärt sind, nämlich zum einen das Thema Gewaltmonopol. Das bedeutet, dass normalerweise nur der Staat Gewalt anwenden darf und Gewaltenteilung. Wir haben drei Gewalten im Staat, die Judikative, das ist die richterliche Gewalt, die Gerichte, die Exekutive, die ausführende Gewalt, das sind zum Beispiel Staatsanwaltschaft, Polizei, Gewerbeaufsichtsamt, solche Institutionen. Und die dritte ist dann die Legislative, das ist die gesetzgebende Gewalt. Das sind dann die Parlamente, also Bundestag oder zum Beispiel auch der Landtag. So war das so ganz grob der Überblick zum Thema 1, Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wir werden uns später die Punkte, die es in der Prüfung gibt, nochmal im Überblick ansehen, aber ich sage es auch zu jedem Thema jetzt mal einzeln dazu. Zu diesem Thema Nummer 1 gibt es in der Prüfung 4 Fragen, die alle doppelt zählen. Also Sie können 8 Punkte in diesem Bereich erlangen. 4 Fragen, 8 Punkte. Der zweite Teilbereich, da geht es dann um spezielle rechtliche Vorschriften für die Sicherheitsbranche, Gewerbeordnung, § 34a der Gewerbeordnung und die Bewachungsverordnung. Auch hier gibt es 4 Fragen, aber diese Fragen zählen jetzt hier nicht doppelt, sondern jede Frage einfach, also 4 Fragen, 4 Punkte. Ja, was müssen Sie in diesem Bereich wissen? Sie müssen sich mit dem § 34a der Gewerbeordnung gut auskennen. Zum Beispiel, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, dass man ein Bewachungsgewerbe überhaupt eröffnen darf, dass das Ganze erlaubnispflichtig ist, dass man einen einwandfreien Leumund haben muss, also zuverlässig sein muss, dass man eine Haftpflichtversicherung abschließen muss, dass man die die persönlichen Verhältnisse in Ordnung sein müssen, also die persönlichen finanziellen Verhältnisse in Ordnung sein müssen und dass eben auch seit dem 1. Dezember 2016 jeder, der ein Gewerbe betreiben möchte, die Sachkundeprüfung ablegen muss. Vorher gab es auch eine Unterrichtung für Selbstständige, die ist jetzt weggefallen. Jetzt gibt es also für die Selbstständigen nur noch diese Sachkundeprüfung. Ja, und auch die Voraussetzungen für die Arbeitnehmer sollten bekannt sein. Also auch die Arbeitnehmer müssen natürlich zuverlässig sein und müssen normalerweise nur die Unterrichtung haben. Es gibt aber 5 Arten von Sicherheitsmitarbeitern, die die Sachkundeprüfung haben müssen. Und auch das sollte natürlich bitte bekannt sein. Wenn Sie die Sachkundeprüfung ablegen, dann sollten Sie natürlich auch wissen, wer die Sachkundeprüfung benötigt. Ja, wir haben also, wie gesagt, 5 Arten von Sicherheitsmitarbeitern, die die Sachkundeprüfung benötigen. Das sind zum einen die City-Streife, also Sicherheitsmitarbeiter, die im öffentlichen Bereich unterwegs sind oder auch in öffentlich zugänglichen Bereichen, wie zum Beispiel im Bahnhof oder in einem Einkaufszentrum. Dann haben wir die Ladendetektive, die die Sachkundeprüfung brauchen. Wir haben die Türsteher, die die Einlasskontrollen bei gastgewerblichen Diskotheken machen. Und auch neu seit dem 1. Dezember 2016 haben wir zum einen die Mitarbeiter, die in leitender Position in Asylunterkünften sind, die brauchen Sachkundeprüfung. Und als 5. die Mitarbeiter, die in leitender Funktion bei Großveranstaltungen sind, also zum Beispiel beim Fußballspiel oder beim Rockkonzert. Da müssen die Sicherheitsmitarbeiter, die da die Leitung haben, auch die brauchen die Sachkundeprüfung. Also, das soll alles bekannt sein in diesem Bereich. In der Bewachungsverordnung gibt es auch ein paar wichtige Regelungen, die Sie kennen sollten in der Prüfung. Zum Beispiel das Thema Dienstanweisung. Im § 10 ist ein Thema, das gerne mal drankommt. Oder auch das Thema Dienstkleidung, § 11, Dienstausweis, § 12. Halt, jetzt habe ich es verwechselt. § 11, Dienstausweis, § 12, Dienstkleidung. Zum Dienstausweis gibt es ja auch eine Neuerung jetzt in der Bewachungsverordnung, nämlich dass der Ausweis sichtbar zu tragen ist. Früher musste man ja nur dabei haben. Jetzt ist der Ausweis für alle Sicherheitsmitarbeiter sichtbar zu tragen. Ja, also das sind, wie gesagt, die wichtigsten Punkte hier aus der Bewachungsverordnung. Die anderen Paragraphen auch einfach mal in den Unterlagen ansehen. Und dann können Sie auch da eben entsprechend der Prüfung den Bereich bestehen. Teil 3, Thema Datenschutz. Auch hier 4 Fragen, 4 Punkte. Also auch hier wieder jede Frage einfach. Sie sollten in der Prüfung
Begriffe kennen wie, was sind personenbezogene Daten, um was geht es da überhaupt? Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort zum Beispiel. Dann sogenannte besondere personenbezogene Daten, Religionszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, Krankendaten, solche Geschichten fallen hier rein. Sie sollten wissen, was ist überhaupt der Sinn des Bundesdatenschutzgesetzes, nämlich der Schutz dieser personenbezogenen Daten. Sie sollten wissen, wie eine Datenerhebung legal abläuft. Wann darf ich die Daten einer anderen Person erheben? Steht in Paragraph 4 des Bundesdatenschutzgesetzes, dass das normalerweise eben nur mit Zustimmung des Betroffenen überhaupt erlaubt ist. Das heißt, gegen den Willen einer anderen Person darf ich als Privatperson und auch Sicherheitsmitarbeiter sind ja Privatpersonen, eben keine Daten gegen den Willen desjenigen erheben. Es gibt zwei Ausnahmen, eine gesetzliche Grundlage oder auch wenn ich die Daten aus einer allgemein zugänglichen Quelle habe, wie zum Beispiel dem Internet, auch da könnte ich dann die Daten eben legal hier erheben. Rechte des Betroffenen ist ein Thema, was immer wieder in der Prüfung eine Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel immer, wenn jemand meine Daten speichert, das Recht auf Auskunft. Ich habe das Recht auf Änderung, wenn da was Falsches gespeichert ist. Ich habe das Recht auf Löschung, wenn die Daten überhaupt nicht gespeichert sein dürften. Und ich habe das Recht auf Sperrung. Das sind also die vier Rechte, die ich hier habe. Ja, und ein vierter Aspekt, der immer wieder mal in der Prüfung drankommt, ist das Thema Videoüberwachung. Unter welchen Voraussetzungen darf ich in einem Privatbereich eine Videoüberwachung machen? Also ich muss es vorher ankündigen. Ich muss auf die Menschenwürde der Leute achten, die da reinkommen. Also ich darf zum Beispiel nicht in Toiletten oder in Umkleidekabinen hier Videoüberwachung machen. Und ich brauche einen guten Grund, einen sachlichen Grund für die Videoüberwachung. Da nimmt man normalerweise als Grund die Überwachung des Hausrechts. Also wie gesagt, auch hier, es geht nur um einen kleinen Überblick. Es geht jetzt nicht, dass wir hier uns Detailwissen anschauen, sondern einfach nur, dass Sie wissen, okay, was sind die einzelnen Themen und was könnte da so drankommen. Thema 4, ein sehr wichtiges Thema in der Prüfung. Es gibt nämlich hier 12 Fragen, die alle doppelt zählen. Das heißt, 24 Punkte gibt es allein im BGB. Und Sie wissen, oder wir werden es uns dann auch noch anschauen, es können ja maximal 100 Punkte erreicht werden. Und 24 davon, also knappes Viertel, ist nur BGB. Ja, also die Hälfte der Punkte, die Sie brauchen, 50 reicht ja zum Bestehen. Also wenn Sie hier alle Punkte hätten im BGB, dann hätten Sie fast schon die Hälfte der Punkte, die Sie zum Bestehen benötigen. Sie werden hier Begriffe lernen wie, wer ist der Eigentümer, wer ist der Besitzer einer Sache, wo sind so die Unterschiede. Diese Begriffe werden ja gerne mal verwechselt. Natürlich ein absolutes Muss, dass Sie das in der Prüfung dann wissen. Sie werden lernen, was ist ein Besitzdiener. Das ist einer, der für den Besitzer tätig wird, gegen Entgelt, bekommt Geld dafür, kriegt Anweisungen vom Besitzer. Sie werden hier die Rechte aus dem BGB sehen, die Sie benötigen für Ihre Tätigkeit. Also sei es so Sachen wie Selbsthilfe, Selbsthilfebesitzer, Selbsthilfebesitzdiener, verteidigender Notstand, angreifender Notstand und auch das Thema Notwehr könnte hier eine Rolle spielen, weil Notwehr gibt es ja nicht nur im Strafrecht, 32 Strafgesetzbuch, sondern eben auch hier im BGB 227 BGB, auch da ist die Notwehr geregelt. Ja, und auch dran kommen könnte das Thema Schadensersatz. Das ist geregelt in Paragraph 823 BGB. Da steht dann drin, unter welchen Voraussetzungen muss man denn hier Schadenersatz leisten für einen Schaden, den man angerichtet hat. Ja, das Ganze muss entweder vorsätzlich oder fahrlässig passiert sein. Und es ist dann eben da auch noch gerne mal Thema in der Prüfung. Wie gesagt, ganz wichtiges Thema. 24 von 100 Punkten sollte bitte unbedingt bei der Vorbereitung entsprechend berücksichtigt werden. Genau dasselbe gilt für das fünfte Thema, für das Thema Strafrecht. Auch im Straf- und Verfahrensrecht gibt es in der Prüfung 24 von 100 Punkten. Auch da jede Frage doppelt, 12 Fragen. Bedeutet also, allein BGB und Strafrecht zusammen ergibt 48 von 100 Punkten. Heißt, wenn Sie die alle hätten, diese 48 Punkte, dann bräuchten Sie aus den anderen zwei Themenbereichen nur noch 2 Punkte, aus 7 Themenbereichen 2 Punkte und Sie hätten schon bestanden. Deswegen ganz wichtig bei Ihrer Vorbereitung, achten Sie unbedingt auf BGB, achten Sie unbedingt auf Straf- und Verfahrensrecht, lernen Sie da wirklich
zeitintensiv, weil da gibt es eben wirklich sehr viele Punkte zu verdienen und Sie brauchen eben mindestens 50 Punkte, um die Prüfung zu bestehen im schriftlichen Teil. Das Strafgesetzbuch besteht aus einem allgemeinen Teil. Da können in der Prüfung Fragen dran kommen, zum Beispiel, was ist ein Versuch? Welche Strafen gibt es im Strafgesetzbuch? Oder auch so Sachen wie der Anstifter oder Beihilfe oder Täter einer Straftat kann hier eine Rolle spielen. Im besonderen Teil sind dann die einzelnen Straftatbestände genannt, die in der Prüfung eine Rolle spielen könnten. Vom Hausfriedensbruch über die Beleidigung, über die Körperverletzung, über die Freiheitsberaubung zum Diebstahl. Das sind dann alles hier Sachen, die da eine Rolle spielen könnten. Dann das Thema Rechtswidrigkeit, Stichwort Rechtfertigungsgründe. Wenn ich einen Rechtfertigungsgrund habe, dann war das, was ich getan habe, ja nicht rechtswidrig und man kann dann auch nicht bestraft werden. In diesem Bereich Rechtfertigungsgründe fällt zum Beispiel das Thema Notwehr oder vorläufige Festnahme oder auch der rechtfertigende Notstand. Alles das werden Sie ja in den Unterlagen dann finden. Wie gesagt, absolutes Muss für die Prüfung. Hier müssen Sie wirklich fit sein. Thema Schuld, da geht es darum, wann ist jemand schuld, um für eine Straftat bestraft zu werden. Da ist zum Beispiel das Thema Schuldfähigkeit spielt hier eine Rolle. Also, dass zum Beispiel jemand, der unter 14 Jahre alt ist, nicht bestraft werden kann. Oder jemand, der geisteskrank oder sehr stark unter Alkohol steht oder unter Drogen steht, nicht bestraft werden kann. Aber auch sogenannte Entschuldigungsgründe können hier eine Rolle spielen. Paragraph 33, Überschreitung der Notwehr. Oder auch der Paragraph 35, der entschuldigende Notstand. Ja, und der einzige Paragraph außerhalb des Strafgesetzbuches, der hier eine wichtige Rolle spielt, ist dann der 127 Strafprozessordnung. Das ist diese vorläufige Festnahme. Auch ein absolutes Muss für die Prüfung. Also hier sollten Sie auf keinen Fall auf Lücke setzen. Das sind Sachen, die wirklich in nahezu jeder Prüfung drankommen. Und deswegen müssen Sie entsprechend fit sein. Themenbereich 5, Straf- und Verfahrensrecht. Themenbereich 6, Waffenrecht, Umgang mit Waffen. Das ist wieder ein kleineres Thema. Vier Fragen, vier Punkte. Es gibt bestimmte Waffenbegriffe, also zum Beispiel der Erwerb einer Waffe oder das Führen einer Waffe, die hier eine Rolle spielen. Dann, was ist eine Waffenbesitzkarte? Wann brauche ich die? Was ist ein Waffenschein? Wann brauche ich den? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, dass ich eine dieser Waffenberechtigungen bekomme? Und auch das Thema verbotene Gegenstände könnte hier eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Butterfly-Messer oder vollautomatische Waffen oder Kriegswaffen. Sowas könnte also hier definitiv in der Prüfung eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, bei der Vorbereitung nicht vergessen, es gibt nur vier Fragen, es gibt nur vier Punkte. Also deswegen das Ganze nicht überbewerten. Sie sollten hier ein Grundwissen haben, aber die wichtigen Punkte werden dann eher im BGB Strafrecht vergeben oder haben dann im Themenbereich 8 das Thema Umgang mit Menschen. Jetzt kommen wir erst zum Thema 7. Das ist das Thema Unfallverhütungsvorschriften, Wach- und Sicherungsdienste. Und hier sind es 8 Fragen bei 8 Punkten. Hier kann man sich zum Beispiel fragen, was ist eine Berufsgenossenschaft? Das ist eine gesetzliche Unfallversicherung, die eben dafür da ist, dass die Mitarbeiter, wenn sie während der Arbeit einen Unfall erleiden, dann gegebenenfalls von denen Leistungen bekommen. Gesetzlich heißt, jeder Arbeitnehmer muss dort versichert sein. Es gibt theoretisch drei Vorschriften, die in der Prüfung eine Rolle spielen könnten. Die DGUF-Vorschrift 1, da geht es zum Beispiel ums Thema Erste Hilfe, ist da geregelt. Dann die ASRA 1.3, da geht es um Sicherheitskennzeichen am Arbeitsplatz, Verbotszeichen, Gebotszeichen und so weiter. Und der wichtigste Punkt in diesem Bereich ist die DGUF-Vorschrift 23. Das ist eine spezielle Unfallverhütungsvorschrift für den Bereich Bewachung. Und auch da gibt es Paragraphen, die öfter mal drankommen, welche, die seltener drankommen. Zum Beispiel ein zentraler, der gerne mal drankommt, ist der Paragraph 5. Da geht es darum, dass im Dienst Alkohol und andere berauschende Mittel absolut verboten sind. Dass also bei Dienstbeginn schon 0,0 Promille herrschen muss. Das wäre so ein ganz wichtiger, der, wie gesagt, sehr gerne hier in der Prüfung drankommt. Themenbereich Nummer 7. Dann gerade schon angekündigt, Themenbereich Nummer 8, Umgang mit Menschen. 16 Fragen,
16 Punkte, also auch ein wichtiger Themenbereich, weil es eben 16 Punkte zu verdienen gibt. Aber hier im Thema Umwelt Menschen kann man viele Fragen mit gesundem Menschenverstand lösen, weil immer wieder auch praktische Fälle kommen. Also zum Beispiel der Türsteher hat mit einem aggressiven Gast zu tun. Wie soll sich der Türsteher verhalten? Und dann kommen also so Antwortmöglichkeiten wie zum Beispiel: Der Türsteher baut sich vor ihm auf und zeigt, wer der Herr im Haus ist. Und dann sollte natürlich klar sein, dass das nicht die richtige Antwort ist, sondern dass die richtige Antwort dann eher in die Richtung geht, Verständnis zeigen, ruhig bleiben, sachlich bleiben, in die Richtung dann eben die Antworten sind. Ja, auch hier ein ganz kurzer Überblick, was da in dem Themenbereich drankommen könnte. Zum Beispiel Thema erster Eindruck oder Selbstwert, Selbstwertgefühl. Wie trete ich anderen Leuten gegenüber auf? Überheblich, unsicher oder mit einem gesunden Selbstwert? Dann natürlich ein zentraler Punkt das Thema Konflikt, Konfliktbewältigung. Wie kann ich einen Konflikt deeskalieren? Kommunikation, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen, mit Worten, verbal oder auch nonverbal, Mimik, Gestik, Körperhaltung. Oder auch so Sachen wie Mengenbegriffe, was ist eine Gruppe, was ist eine Menge, was ist eine Masse? Wie würde eine Panik aussehen? Das sind also alles Themenbereiche, die hier eine Rolle spielen können. Ja, sind wir schon beim letzten Themenbereich, der Sicherheitstechnik. Die können wir ganz grob in drei Bereiche unterscheiden. 8 Fragen, 8 Punkte. Wir haben die Mechanik, alles was ganz grob hier vereinfacht ohne Strom funktioniert. Also Zaun, Mauer, Tür, Tor, Schloss, Riegel, Gitter, sowas in der Richtung. Dann haben wir die elektronischen Sachen, da fallen Gefahrenmeldeanlagen drunter, Einbruchmeldeanlage, Überfallmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Einbruchbrand, Überfall, also das sind die drei, die hier eine Rolle spielen könnten. Man möchte von Ihnen vielleicht wissen, was es da für Melder gibt, also zum Beispiel Brandmelder oder Einbruchmelder, wie so eine Gefahrenmeldeanlage aufgebaut ist, könnte eine Frage sein. Und dasselbe gilt auch für das Thema Zutrittskontrollsystem. Auch hier kann man gegebenenfalls von Ihnen fragen, wie so ein System aufgebaut, wie funktioniert es, zum Beispiel mit kodierten Karten, ich brauche Lesegeräte und so weiter. Ja, und auch ein wichtiger Punkt, der auch gerne in der Prüfung drankommt, ist das Thema Brandschutz. Also zum Beispiel der Grundsatz im Brandfall, melden, retten, bekämpfen. Oder auch ein wichtiges Thema ist das Thema Brandklassen, ja, was gerne mal in der Prüfung abgefragt wird. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hier gar nicht so in die Tiefe gehen. Diese Präsentation ist einfach dafür da, dass Sie einfach einen Überblick bekommen, dass, was es für einen Stoff gibt, nicht mehr und nicht weniger. Gut, soweit zu den 9 Themenbereichen. Haben Sie zu diesen 9 Themenbereichen jetzt im Überblick Fragen? Wenn Sie da eine Frage dazu haben, können Sie die gerne jetzt stellen. Wenn Sie keine Frage haben, dann würde ich Sie bitten, im Chat kurz Nein zu schreiben, dass ich weiß, okay, soweit passt es jetzt. Wie gesagt, noch einmal, es geht nicht darum, jetzt hier irgendwelches Detailwissen heute zu vermitteln. Es geht darum, einen Überblick zu bekommen, was erwartet Sie in der Prüfung. So, der Herr Thiam sagt, nee, passt soweit. Gut, wie schaut es bei den anderen Teilnehmern aus? Nein, nein. Okay, gut, dann wollen wir uns noch anschauen, wie die Prüfung so abläuft. Ich habe jetzt hier nochmal im Überblick diese Punkte, die wir gerade nach und nach uns angesehen haben. 9 Themenbereiche, 72 Fragen, 100 Punkte. Und wie gesagt, die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Bereiche sind der Themenbereich 1. Da gibt es zwar nur 4 Fragen, aber die zählen doppelt. Das ist sehr wichtig. 4 und 5, BGB Strafrecht, weil es eben sehr viele Fragen gibt. 12 und die auch noch doppelt zählen, jeweils 24 Punkte. Und der Themenbereich 8, Umgang mit Menschen, 16 Fragen, 16 Punkte, auch nochmal ein wichtiger Punktebringer in der Prüfung. Aber auch wenn Sie sich auf diese 4 Teile konzentrieren, bitte die anderen 5 nicht völlig außer Acht lassen, weil eben auch diese Punkte bringen können. Und wenn ich halt überall 2, 3, 4 Punkte bekomme, dann läppert sich das natürlich auch auf Dauer zusammen. Und egal wie Sie über die 50 kommen, wichtig ist, dass Sie bestehen. Weil nur wenn Sie 50 Punkte haben oder mehr, kommen Sie überhaupt in den mündlichen Teil der Prüfung. Haben Sie 49 oder weniger Punkte, ist die Sache leider schon erledigt und Sie müssten einen Monat warten, bevor Sie die Prüfung wiederholen können. Die 72 Fragen sind zum Ankreuzen, also Multiple Choice.
Bedeutet, Sie brauchen also nichts selber schreiben, sondern nur Kreuze machen. Und es können entweder eine oder zwei Antworten richtig sein. Bedeutet, wenn Sie nur eine ankreuzen, es werden aber zwei richtig, wird es als falsch gewertet. Wenn Sie zwei ankreuzen, es ist nur eine richtig, wäre es auch als falsch gewertet. Nur wenn Sie es genau so haben, wie es in der Musterlösung drin steht, dann gibt es Punkte. Manchmal kann man es an der Fragestellung erkennen, wenn zum Beispiel gefragt wird, welches der folgenden Gesetze, welches einzahlt, dann wäre nur eine Antwort richtig. Würde die Frage lauten, welche der folgenden Gesetze, welche Mehrzahl, würde bedeuten, dass dann eben zwei Antworten richtig sind. Ja, also auf solche Kleinigkeiten unbedingt in der Prüfung achten, ja, dass man, weil man eben dadurch so ein kleines bisschen eben rauskriegen kann, ob eben eine oder zwei Antworten richtig sind. Wenn Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, also 50 Punkte oder mehr, kommen Sie in die mündliche Prüfung. Und in der mündlichen Prüfung haben wir die Schwerpunkte Recht der öffentlichen Sicherheit, Gewerberecht, Datenschutz, also die ersten drei Themenbereiche und das Thema Umgang mit Menschen. Das sind also die Schwerpunkte. Heißt natürlich nicht, dass nicht aus den anderen Teilbereichen auch was drankommen kann, aber das sind also die Schwerpunkte sein in der Prüfung. Die mündliche Prüfung dauert 15 Minuten, in der Sie über diese Bereiche gefragt werden können. Und auch hier gilt, Sie müssen zum Bestehen die Hälfte der Punkte erreichen, 50%. Haben Sie 50% Prüfung bestanden, haben Sie weniger als 50%, wäre die mündliche Prüfung nicht bestanden. Aber nachdem Sie dann die schriftliche schon hätten, müssten Sie dann nur in Anführungszeichen, die mündliche Prüfung wiederholen. Also zwei Teile, ein schriftlicher, ein mündlicher. Schriftlich 2 Stunden, 72 Fragen. Zeit sollte da kein großes Problem sein. Und dann noch die mündliche Prüfung, 15 Minuten. Und wenn Sie beide Teile bestanden haben, dann ist die Sachkundeprüfung erledigt und Sie können in diesem Bereich entsprechend tätig werden. Ja, wie sollten Sie jetzt weiter vorgehen? Wir haben ja, wie gesagt, noch zwei Webinare zur Stoffvertiefung, einmal was die rechtlichen Sachen anbelangen, einmal was die anderen Teilbereiche anbelangen. Sie haben die entsprechende Literatur von uns bekommen, die Gesetzessammlung, den Leitfaden und auch die Fragen. 600 Fragen, das Buch. Ja, und dann der Zugang natürlich zu www.sachkunde.de. Da haben Sie alles, auch das, die Inhalte nochmal hinterlegt. Sie haben auch da online über 600 Fragen, die Sie hier nochmal durchgehen können. Sie können dort eine Prüfung simulieren. Sie bekommen 72 Fragen aus den 9 Teilbereichen. Die können Sie in diesen 2 Stunden bearbeiten, genau wie in der Prüfung, und bekommen dann hinterher ein Ergebnis. Hätte es gereicht, hätte es nicht gereicht. Und Sie können dann eben sehen, okay, im Bereich 1 oder 2 oder wo auch immer bin ich noch ein bisschen schwach, da muss ich noch ein bisschen mehr tun. Wichtig, sowohl auf sachkunde.de als auch in der Literatur sind keine Originalfragen. Die Originalfragen, die sind unter Copyright, die dürfen nicht veröffentlicht werden. Das heißt, die Fragen, die Sie hier bekommen, sind ähnliche Fragen. Die Fragen sind ein bisschen umgestellt, die Fragen sind bisschen anders als in der Prüfung. Es sind keine Originalfragen. Das heißt, es macht keinen Sinn, hier irgendwelche Fragen auswendig zu lernen, weil die Fragen in der Prüfung sehr wahrscheinlich etwas anders sind. Das heißt, Sie müssen verstehen, worum es das Ganze geht bei den Fragen. Sie brauchen nichts auswendig lernen. Es macht keinen Sinn. Ja, und als viertes gibt es noch die Präsenztage. Auch da bekommen Sie nochmal Input entsprechend zu den einzelnen Themenbereichen. Haben Sie Fragen zum Ablauf der Prüfung oder Fragen zum Ablauf der Vorbereitung? Auch da, wenn Sie welche haben, können Sie die jetzt gerne im Chat stellen. Wenn Sie keine Fragen haben, auch dann gerne wieder noch ein kurzes Nein, dass ich eben weiß, wie es bei Ihnen angekommen ist, ob das soweit passt. Keine Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Perfekt. Gut, wenn Sie zwischendrin Fragen hätten, Sie können uns gerne jederzeit anrufen, Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben, Sie können sich auch gerne an Ihren Ansprechpartner vor Ort wenden, wie es für Sie am einfachsten ist. Wichtig ist, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, wenn irgendwelche Probleme da sind, bitte melden Sie sich, weil nur wenn wir
über die Probleme Bescheid wissen oder wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder irgendwelche technischen Probleme auftauchen würden, egal was, bitte melden Sie sich bei uns, damit wir einfach dann was unternehmen können, um dieses Problem zu beheben. Ansonsten bleibt mir nur, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir werden uns, wie gesagt, noch zu zwei weiteren Webinaren sehen oder hören, bei denen Sie dann eben vertieft den Stoff nochmal vermittelt bekommen oder dann eben, weil Sie dann schon weiter gelernt haben, eben auch entsprechend hier noch detailliertere Fragen stellen können. Ansonsten schönen Abend, alles Gute und bis zum nächsten Webinar.